neuen Spieler. Stark, gegen den wir eben gekämpft haben, ist auch freigeschaltet. Noch einen neuen Player. Und Episode 11 und Episode 12 sind freigeschaltet. Yoruichi, da freue ich mich. Obwohl ich glaube, es wird mit ihr wahrscheinlich schwer. So, bei Yoruichi sind wir aber noch nicht. Wir machen erstmal Episode 11. So. ホロウカしたイチゴの前にウルキオラは敗れた。そして現世ではスターク、バラガン、ハリベルが倒れたことで残るエスパーダはディエスエスパーダ、闇入りアルゴのみとなった。だが闇は冷圧をためて完全解放すると巨大化し、10から0へ数字が変わる最強のエスパーダだった。凄まじい力になすすべなく圧倒されるルキアたち。 War's das? Okay. Weiter. Ich hoffe, ich krieg das mit ihm hin. Er ist natürlich sehr stark. Ich hoffe, er hat auch genug Leben. Ich meine, die Episoden werden jetzt natürlich immer schwerer. Es wird wahrscheinlich nicht mehr lange dauern, da werden wir vielleicht, ich sage extra nur vielleicht, eine Mission machen müssen, um Punkte zu verdienen für einen bestimmten Charakter. Wenn wir das nicht brauchen, wie gesagt, werde ich die Mission wahrscheinlich nicht machen. Höchstwahrscheinlich sogar. Okay, wir starten erstmal jetzt durch. So, wieder in Hukumundo. Erstmal ganz episch gehen. Komm, wir gucken gleich mal, was er drauf hat. Oh, er kann es nur einmal einsetzen. Okay. Entschuldigung, kurz husten. So. Bis jetzt finde ich ihn sehr gut, muss ich sagen. Seine Skills gefallen mir sehr. Auch vom Charakter her mochte ich ihn wirklich sehr in der Serie. Gut, anfangs wahrscheinlich nicht, aber später war er dann doch ziemlich cool. Ich glaube, da müssen wir die meisten wahrscheinlich anstimmen. So, ach, wie meine an. Wir können es also einsetzen, aber bei so wenigen Gegnern hier, die nicht mal richtig versammelt sind, bringt uns das nicht wirklich was. Ich geh mal wegfetzen, ist voll geil. So, du da hinten auch. Okay, wir gucken mal hier. Sehr interessant. So, wir visieren mal einfach einen in der Nähe an und machen das. Okay. Einfach mal, damit man mal alles sieht. Oh, wir haben keine Energie mehr. Ich weiß, es ist nur einer. Ich mag die Attacke trotzdem sehr, deswegen habe ich es reingesetzt. So. Sind hier noch Gegner? Irgendwo. Ja, hier vorne. Bitte alle hier versammeln. Danke. Gut, sind es alle, aber ein paar. Halt, wenn ihr schon herkommt, dann bitte alle. Na gut. Sie versammeln sich nie so, wie ich es möchte. Das finde ich sehr unhöflich. Hinter mir ist einer, ich weiß. Hier küssen.
Toll. Okay, was kommt jetzt? Ein paar Riesen. Ja, die Attacke ist nicht so toll. Aha, ich wusste, dass sowas kommt. Vielleicht bringt das hier ja mehr. Das bringt eindeutig mehr. Warum leuchtet der? Okay. Die explodieren, also halte ich mich von denen fern. Wenn sie tot sind. Ja. Tot? Nein, aber jetzt. Ach guck mal, ich hätte meine Ultimate auch hier einsetzen können. Ich sehe da vorne nämlich gerade eine rote Kugel. So, erstmal die ganzen Kleinen hier, kommt her. Auch du. Huch, hinter mir ist noch einer. Oder zwei, nee, oder mehr. Okay, das war's. Ich habe die Ultimate jetzt leider nicht eingesetzt. Schade. Aber ich werde es ja sowieso beim Endgegner noch einsetzen. Okay, mehrere kleine Gegner. Nicht so wild. Okay, die Gegner mag ich echt gar nicht. Ist aber verständlich, oder? So, die Kleinen sind erledigt. Hoffentlich. Jetzt stirb! Gut, der lebt immer noch. Hm. Er ist tot, schnell weg. Okay, was kriegen wir jetzt? Ja, okay. Tja, so leicht bin ich nicht zu besiegen, meine Freunde. Nein, verdammt, ich habe noch versucht auszuweichen. Okay, es sind doch ein paar mehr große als ich wollte. Wow, hinter mir ist ja noch einer. So, euch drei müsste ich jetzt eigentlich erwischen. Aber einer überlebt es natürlich. Okay, jetzt gibt es nur noch einen großen, glaube ich. So, jetzt nur noch die ganzen Kleinen. Hallo, zieh mir bitte nichts ab. Ich brauche das ganze Leben noch. Das ist sehr unhöflich. Das war's. Ein bisschen Leben wäre sehr toll gerade. Ah, da haben wir es auch schon. Und da hinten habe ich gerade ein paar große rumplatzen sehen, also runterfallen. Hier küssen. Ja. Würdest du das bitte lassen? Ich muss leider einen der großen schon mal erledigen, sonst wird das hier zu viel. Hier küssen. Hier küssen. Hier küssen. Na komm. Ein bisschen rumfliegen. So, der eine ballert hier schon. Hier küssen. Oh, ich hoffe, ich erwische den jetzt. Ja, ich habe ihn. Okay, explodiert. Ich hau kurz ab.
So, viele von den Kleinen haben wir jetzt nicht bekommen. Nicht so schlimm. Hier kommt zum Endgegner. Nach dem Ladebildschirm. Okay. Ein sehr großer Gegner. Wow, was macht der? Konnte nicht machen. Vielleicht, weil ich gerade angegriffen habe. Wie greife ich den an? Okay, ich muss im richtigen Augenblick springen. Perfekt. Oder nicht? Kann ich ihn so erwischen? Anscheinend nicht. Wie erwisch ich den? Na, so kann ich ihn erwischen. Nein, aber ich kann nicht ausweichen. Das war knapp, ich bin fast zu früh gesprungen. Okay. Ganz ehrlich, ich mach das jetzt ganz schnell und setz das hier ein. So, und auch das. So, was kommt jetzt? Alter! So, nochmal erwischt. Na komm runter. Nein, verdammt, ich konnte nicht mehr ausweichen. Ich sollte mir langsam das Leben holen. Whoa. Dein Ernst? Okay, pass auf. Das Leben hab ich jetzt gebraucht. Und er ist erledigt. Ja. Er war manchmal schwer zu erwischen, aber er war dann doch... Naja, nicht easy, aber... Er war okay. Was für eine Note? Bestimmt ein B. Ja, B ist irgendwie meine Hauptnote hier. Gut, weiter geht's. Nach dem Ladebildschirm. Ich glaube, ich mache die nächste Mission jetzt auch noch. Kommt drauf an, wie viele Missionen es jetzt noch gibt, ne? Da muss ich ein bisschen aufpassen, sonst kommen ganz schön wenige Folgen raus. Aber ich habe ja gesagt, es ist nur ein kleines Let's Play. So, Episode 12, wir hauen gleich hinterher. Wir kämpfen mit Yoriichi. Karakura-chou-de-no-kessen-wa-Espada-o-gekiha-shita-gote-13-tai-ga-yu-i-ni-tatta. かのように思えた。だが、エスパーダを見限ったアイゼンは自ら刀を抜き、圧倒的な力で次々と隊長たちを倒していく。
レコムンドから帰還したイチゴがわずかな隙をついて一撃を与えたものの、体に宝玉を取り込んだアイゼンには通じない。アイゼンに翻弄されるイチゴ。そこに現れたのは黒崎一心、浦原喜助、そして司法院夜市の3人だった。アイゼンの進行に備え策を巡らせていた彼らは力を合わせアイゼンに挑む。So, Ladebildschirm. Da Yoriichi ja sehr viel Ähnlichkeit mit Zeuphon hat, also im Kampfstil und so, hoffe ich aber, dass sie nicht die gleiche Lebensanzeige haben, denn Zeuphon hatte ja sehr wenig Leben. Ich hoffe, das hat Yoriichi jetzt auch nicht, denn eigentlich ist Yoriichi ja stärker. Deswegen sollte sie auch ein höheres Leben haben. Werden wir gleich sehen. Ich hoffe es einfach mal. Heieiei. Okay. Yukuzo. Na, ich glaube, es ist etwas mehr Leben als bei Zeuphon, aber immer noch sehr wenig. Okay, interessant. Der Kampfstil ist besser als bei Zeuphon, aber okay, man sollte sie auch nicht wirklich jetzt vergleichen, aber irgendwie mache ich es trotzdem. Aber es ist jetzt auch nicht so gut. Man erwischt doch kaum Gegner. Also wie ich so einen Endgegner besiegen soll, weiß ich jetzt auch noch nicht. Okay, was macht sie denn, wenn ich das mache? Okay. Ein bisschen gucken, was sie so drauf hat erstmal. Das war klar, dass das passiert. Und erstmal mache ich das. Gut, es zieht ja doch schon. Wow, das wäre da auch nicht. Hahaha, das kannst du sowas mal vergessen. So, gleich zwei erledigt. Und wie klein. So, da vorne müssten noch zwei sein. Hau ab mit deinen Tentakeln. Also so schlecht ist die jetzt nicht, aber so wirklich meins ist das jetzt nicht. Aber okay. Ist okay, sagen wir einfach mal so, ne? So, was haben wir hier drin? Oh, da war noch ein Gegner. Hallo, ich will wissen, was da drin ist. So, läuft bis jetzt ganz schlüssig. Die zwei noch. Der eine noch. Und das war's. Zack. Ich sollte mehr anvisieren, auch bei kleinen Gegnern. Sonst haue ich immer daneben mit dem Yoriichi. Nein, weg von da. Fliegenden haue ich lieber so um. Nicht mit Nahkampf, sonst vergiften die mich hier noch. Oder was auch immer die da machen. Okay, pass auf. Was?
passiert, wenn ich das hier jetzt mache. Ich weiß, ich mache es jetzt früher, aber egal. Oh, ist okay. Jetzt hole ich mir das hier einmal wieder. So. Irgendwie erwische ich hier gar keinen gerade. So, ein bisschen das hier. Okay. Und ein paar hiervon weghauen. Es tut mir sehr leid. Für das Kreuzfahren gerade. Na, Endkampf kommt jetzt aber noch nicht. Oder vielleicht doch? Nein, ich glaube nicht. Sag ich doch. Ein bisschen von hinten bleiben, warum nicht? Eigentlich wollte ich die Steine damit wegkommen, jetzt habe ich die Großen damit weggehauen. So. Achso, das ist die einzige, die ich habe. Halt! Jetzt habe ich gar nicht geguckt, ob da hinten was ist. So. So, der eine noch. Halt, hinter mir war noch einer. Aua! Das geht ja gar nicht. Okay. Wow. Davon jetzt welche zu erwischen, ist nicht gerade einfach. Ich hau mal kurz alles hiervon raus, bis ich keine Energie mehr habe und fliege da mal so durch, wie ich kann. Also, nimm da noch so viele mit, wie es geht. Okay, ich glaube, das war's. Die zwei da hinten kriege ich nicht mehr. Was kriegen wir hier noch? Gegner? Was für Gegner? Oh! Alter, sind das viele kleine. Ach, was noch ein Ding auf Lande? Was soll das? So. Und gleich kommt noch der Endboss, Alter. Ob ich den packe? Das wird schwer. Ja, zieh da oben. Nicht einfach zu erledigen. So, krieg ich hin. Sind nur noch zwei. So, Leben nehme ich noch mit. Und wir gehen zum Endkampf dieses Levels. Nach dem Ladebildschirm.
君か司法院夜市しばらく見んうちに随分と見違えたの何事も進化の途中というものは醜いものだ来たまえ術だろうが力だろうが今の私には決して届かぬということを教えてやろう増減アイズン私を倒すために練り上げた手段の数は君たちの努力と力の証そしてそれはそのまま君たちの持つ希望の数だならば私のなすべきはその全てを打ち砕くことさあ次の手を打つ地方院夜市決して今gleich in den Modus そして黒崎一志理解できていないのか君の打撃など何千人もそれですね倒すことなどできはしない also die super attacke hierDer macht die ganze Zeit Verteidigung, das ist voll nervig. Ich wusste, dass da er das macht. Und ich mach das. Er ist schön weit weggeflogen.確かに恐ろしく強いのだそこに何もいないみてえに感じる君の悪い話だ今のアイゼンの力を感じ取れるのは奴と同じ場所に立っている奴だけだろおお、das war doof hab ihn leider nicht erwischt ist aber auch nicht links konnte seine Ultimate gerade nicht einsetzen Nein, ich wusste, dass er das macht. Ich weiß, dass er sie gleich einsetzt. Oh, gerade noch geschafft. Oh, war das knapp. いい攻撃だった。今の攻撃も理解したよそろそろ私の力も理解してもらうとしよう OK, vorbei Was für eine Note kriegen wir? Bestimmt wieder ein B Und ja, ein B Es war doch klar Na gut, kann man nicht meckern Naja, man kann schon meckern, aber ich lasse es einfachLangsam bin ich wirklich mit dem B zufrieden. Hauptsache, es ist kein C. So. Weiter.